Herzlich willkommen zu unserer allerersten Power-On-Sendung. Wir freuen uns so sehr, dass ihr dabei seid. Ihr seid unsere allerersten Zuschauer. Und wir möchten mit diesem neuen Format euch kurz und knackig in ca. 5 bis 6 Minuten eine Ladung ermutigender Wahrheiten aus der Bibel weitergeben. Mit unseren kurzen Impulsen möchten wir euch neuen Mut geben. Wir möchten euch ermutigen für euren Alltag. Mit Power-On möchten wir, dass ihr diese Kraft, die im Wort Gottes steht, anschaltet, onschaltet für euer Leben. Und am Ende der Sendung möchten wir euch einen richtig tollen Power-Tipp noch mit auf den Weg geben. Aber jetzt genug von unserem neuen Format. Wir möchten in die Sendung starten, in unsere allererste Sendung. Und wir haben heute ein tolles Thema. Wir möchten mit einem tollen Thema starten, aber eigentlich wollte noch eine nette Kollegin diese Sendung mit mir machen. Ich weiß noch nicht so recht, wo sie bleibt, aber vielleicht starten wir schon mal. Wir haben eine wunderbare Stelle, die ihr sicher alle kennt. Ein wunderbares Thema. Was machst du denn da? Und warum, wie siehst du aus? Was? Das steht so im Skript. Da steht nichts. Doch, ich bin das verlorene Schaf. Das verlorene Schaf. Ah, richtig. Ja, hallo. Auch von mir. Ja, Jesus hat uns ein Gleichnis hinterlassen, und zwar vom verlorenen Schaf. Und das besagt, dass ein Mann 100 Schafe hatte und 99 zurückgelassen hat, nur um das eine zu suchen. Und es ist nicht mega cool, egal wie weit wir vom Weg abgekommen sind. Sogar Leute wie ich, so schwarze Schafe, dürfen immer wieder zurückkommen und er wird immer nach uns suchen. Und Rahel hat noch einen mega coolen Vers passend für uns dazu. Ja, wir machen nämlich weiter mit den Schafen. Es gibt einen wunderbaren Psalm, den David geschrieben hat, den kennt ihr sicher alle, den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird dir fehlen, absolut nichts wird dir fehlen. Er weidet dich auf saftigen Wiesen und führt dich zu frischen Quellen. Er gibt dir neue Kraft. Er leitet dich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn du es durch dunkle Täler gehst, fürchte kein Unglück, denn er, der Herr, er ist bei dir. Sein Hirtenstab gibt dir Schutz und Trost. Er lädt dich ein und deckt dir den Tisch vor den Augen deiner Feinde. Er begrüßt dich wie ein Hausherr seinen Gast und füllt deinen Becher bis zum Rand. Seine Güte und seine Liebe begleiten dich Tag für Tag. In seinem Haus darfst du ein Leben lang sein. Was für eine Zusage, was für ein toller Psalm. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist. Dass du auf uns aufpasst, auch wenn wir uns manchmal verlaufen. Dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du uns leitest und führst, dass du uns Trost gibst. Auch wenn wir in dunklen Tälern sind, dürfen wir uns auf dich verlassen, auf dich stützen. Ich danke dir, dass deine Liebe und deine Güte immer da sind und dass wir immer in deinem Haus sein dürfen, immer bei dir sein dürfen, bei dem guten Hirten. Und ich bete jetzt, dass du jeden segnest, der zuschaut, dass du ja wirklich jedem dieses Gefühl schenkst, dass du da bist als Hirte, dass du wirklich jeden auffängst, auch wenn er sich verlaufen hat, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Dafür danke ich dir. Amen. So, wir sind am Ende angekommen und jetzt haben wir noch einen scharfigen Power-Tipp für euch. Frischer wie zum Schnitt mit Heumilch? Hast du noch etwas anderes vielleicht? Ja, dann schreibt doch eure Lieblingsstelle aus Psalm 23 mal ab und hängt sie euch an den Spiegel oder aufs Klo oder in eure Schulbücher, so dass ihr die jeden Tag seht und da immer wieder neu ermutigt werden könnt. Ja, macht das, seid ermutigt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.